Aloha, aloha, aloha. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plague Inc. Evolved. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge endlich erfolgreich die Bakterie durchgebracht und die Menschheit ausgerottet. Und wie durch ein Wunder ist sie wieder da. Heute möchte ich euch mitnehmen. Und zwar auf unsere Reise mit dem Virus. Mit dem rasant mutierenden Erreger, der sehr schwer zu kontrollieren ist. Ich habe überlegt, was mache ich? Ich denke mal, ich werde die gleiche Strategie fahren, die ja meistens passt. Sprich, erstmal nur übertragen und die ganzen Symptome zurückentwickeln, was beim Virus teilweise harte Arbeit werden kann. Denn er ist sehr mutationsfreudig. Theoretisch können wir dem aber auch entgegenwirken mit Boni. Mit diesen Genen, die man einbauen kann in die 5 Gen-Slots. Ja, wir wählen jetzt erstmal den Virus aus. Ich habe den zwar schon auf normal geschafft, ich mache aber alles auf leicht. Ich will mich ja jetzt nicht selber hier bloßstellen, weil ich das noch nicht so wirklich drauf habe. Das ist im letzten Spiel freigeschaltet worden. Ich wollte noch kurz auf die Gene eingehen. Also wir haben bisher ja ohne Gene gespielt. Und ich dachte mir, vielleicht nehmen wir sie dann jetzt endlich rein. Die sind alle noch gesperrt, die habe ich nicht entdeckt. Also ich habe eh erst 40% freigeschaltet. So, wir haben einmal Bonus-DNS. Die können wir am Anfang haben. Ist natürlich schön, umso schneller geht das Ganze. Wir haben dann noch Orange-DNS. Erhalte mehr DNS durch das Zerplatzen von orangen DNS-Blasen. Nun, muss man halt abwägen. Will man am Anfang möglichst schnell die Welt infizieren? Ist das nicht verkehrt? Will man von den, naja, nicht so oft auftretenden Orangenblasen mehr DNS abziehen? Das verteilt sich mehr übers Spiel. Finde ich persönlich besser, weil wenn am Anfang alles weg ist, dann ist weg. Und so hat man einen gleichmäßigen Bonus. Also fügen wir den ein. Gehen wir zum nächsten Slot. Da habe ich bis auf dieses eine schon alles frei. Wir haben Mutationsbonus. Erhöhe die Mutationschance deiner Seuche. Könnten wir jetzt nehmen, aber das Virus ist eh sehr mutationsfreudig und gerade im Anfangsbereich erlauben wir keine Mutationen. Die Krankheit der Erreger, das soll unentdeckt bleiben. Dann jetzt die Mutationschance auch noch zu erhöhen und eventuell unter Zeitdruck zu geraten, weil wenn man nicht schnell genug ist mit der Zurückentwicklung der Mutation, dann wird die Krankheit entdeckt. Das lassen wir mal ganz schön sein. Zumal, na gut, es wäre gut, wir würden hier extra Punkte bekommen. Aber so wichtig ist das jetzt nicht, weil wir ja auch schon die orange DNS aktiviert haben. Also weiter. Die Inaktivität. Verringere die Mutationschance deiner Seuche. Das wiederum wollen wir auch nicht. Es ist zwar ein bisschen anstrengend, da immer schnell reagieren zu müssen, um die Mutation zurückzuentwickeln. Wenn aber jetzt zu selten die Mutation auftreten, dann hast du hinterher ja nicht Probleme, aber es könnte besser laufen, wenn dann wirklich an den Symptomen gearbeitet wird, dass die Krankheit möglichst schnell tödlich verlaufen soll. Machen wir auch nicht. Dann haben wir Nachahmer. Deine Seuche ist schwerer zu heilen. Ich meine, ist doch optimal, oder? Und wir haben noch die Übertragungsmutation. Deine Seuche kann Übertragungen mutieren. Sie ist aber einfacher zu heilen. Ich denke mal, wenn ihr das jetzt verfolgt habt, wisst ihr alle schon, was Ambach ist. Natürlich der Nachahmer. Generell einfach nur, die Seuche ist schwerer zu heilen. Ist nie verkehrt. So, nächster Slot. Da war auch nur 2 Boni frei. Hier geht es halt um die Reisegene. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, ne? Euch hier die Überschriften vorzulesen. DNS-Gene. Da geht es halt um diese DNS-Punkte. Dann haben wir die Mutationsgene. Geht es rund um die Mutationen. Dann haben wir jetzt die Reisegene. Dann geht es hier um die Umweltgene. Das ist halt das letzte Feld. Und am Ende kommen halt noch diese Entwicklungsgene. Da geht es um diese Rückentwicklungen und dergleichen. So, Reisegene. Wir haben Landbonus und wir haben Luftbonus. So, wir haben ein Virus. Wie wollen wir das Virus denn verbreiten? Was ist denn gut für das Virus? Ein Virus kann über die Luft übertragen werden, kann über Tröpfcheninfektionen übertragen werden. Ich weiß nicht, wie klimatisch stabil dieses Virus ist oder unempfindlich. Ich würde fast sagen, wir nehmen... Gehen wir über Luftmeer oder über Landmeer? Das ist jetzt gerade eine sehr schwere Frage. Erhöht die Seuchenausbreitungschance über Land?
Also Flugzeug oder Verkehrsmittel, die am Boden sind. Na komm, wir nehmen Landbonus. Dann haben wir noch die Umweltgene. Da habe ich alles freigeschaltet. Oh, wie schön. Ich hätte eigentlich gerne die Widerstandsfähigkeit. Ja. Und zum Schluss, da haben wir nur zwei Rückentwicklungen. Bonus DNS bei Rückentwicklung. Ist cool. Und die Rückentwicklungskosten erhöhen sich nicht. So, wir nehmen natürlich das erste. Sehr schön. Und damit haben wir alle fünf Slots belegt. Mit relativ guten Genen. Und starten einfach mal wieder einfach. Also ich muss mir das jetzt nicht antun, wirklich hart kämpfen zu müssen. Wobei, normal geht auch noch. Aber ich mache es ja für euch nur erstmal, um euch alles zu zeigen. Irgendwann vielleicht, wenn das Interesse noch da sein sollte, könnte ich auch mal versuchen, normal oder vielleicht sogar brutal zu probieren. Und euch zu zeigen, wie doof ich bin. Aber wir machen erstmal alles schön einfach. So, PAX 12 müsste dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Das war der Name, den das Virus im Intro bekommen hat. Den übernehmen wir so aber nicht. Wir nennen das Virus jetzt Lada 1307. Das ist mein Geburtstag. Ja, das klingt gut. Das nehmen wir. Lada 1307 kommt über euch. So, wo wollen wir denn starten? Wo starten wir denn mit dem Virus? Wollen wir wieder in Ägypten starten? Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ja, machen wir. Ägypten klingt gut. So. Ich befalle Ägypten. Oh, das klingt cool. Ich sollte künftig die Erreger nur noch nach mir benennen. Lada 1307 ist ein Virus. Ein Virus unterliegt willkürlichen, schnellen Mutationen und kann sehr schwer zu kontrollieren sein. Eine Rückentwicklung kostet DNS-Punkte. Na, Gott sei Dank kriege ich wenigstens auch noch welche zurück. Und ich glaube, bei den Bakterien war es nämlich so, da haben wir nichts zahlen müssen für die Rückentwicklung und nur zurückbekommen. Jetzt müssen wir zahlen, kriegen aber auch etwas zurück. Das ist okay. Vielleicht hätte ich dann in dem Kontext besser statt der orangen DNS die Anfangs-DNS-Boni nehmen wollen. Egal. So, neue Sterilisationsluftfilter in Flugzeugen. Ja, jetzt müssten wir... okay. Gucken wir mal. Nee, ist noch nicht. Brauchen wir mehr Punkte. Ja, ich beginne mich auszubreiten. Was will der mir denn damit sagen? Ich beginne mich auszubreiten. Entschuldige mal bitte. Sagt man einer Lady nicht? Das sagt man einer Lada 1307 nicht? Dann bin ich mal gespannt, wann wir das erste Land infizieren. So, ich schaue, dass ich möglichst Flugzeuge durch Upgrade wieder infizierbar. Sehr schön. Also da muss man teilweise wirklich sofort drauf reagieren. Deshalb habe ich auch in der ersten Folge schon gesagt, diese News, die hier aufpoppen, die sind teilweise wirklich sehr, sehr wichtig. Sonst wäre jetzt über Flugzeuge erstmal gar nichts gegangen. So, dann gucken wir mal schön. Wir gehen jetzt auf Vögel. Ich mag die Musik. Also die ist cool. Oh, Zysten, Zysten, Zysten. Pause. Zyste zurückentwickeln. So, das kostet uns jetzt einen Punkt. Was? Ich habe keinen Punkt. Verdammte Axt. Oh, das könnte uns jetzt das Genick brechen. Punkt. Ich habe einen Punkt. So. Jetzt müsste ich aber eigentlich auch was zurückbekommen, oder? Ich habe drei. Gib einen aus. Ich habe doch gesagt, ich will Geld, also DNS zurückhaben, wenn ich zurückentwickle. Du Arsch. Wo habe ich denn dann das Gen eingefügt? Grrr. Also, immer gucken, dass ihr nicht auf Null seid. Auch wieder Sachen, die ich total verdrängt und vergessen hatte. Na gut. Weißt du Bescheid. So, das Virus. Ich infiziere Tausende. Ja, so muss es sein. Die Hölle breitet sich aus. So, jetzt kommt noch das Wasser dazu. Sprich, der Übertragungsweg via Schiff
wird freigemacht. So, Nordafrika freut sich schon. Rot ist eine schöne Farbe. Noch schöner finde ich natürlich grün. Aber man kann ja nicht alles haben. So, ja, wohin geht das? Amerika? Das ist sehr gut. Sehr schön. Oh, okay, Pause. Ein Symptom. Wollen wir mal direkt den... Keinem ersticken, den Mist hier. Ja, zurück ins Gym. So. Mann, mach doch nicht so einen Scheiß mit mir. Jetzt sammle ich möglichst erstmal ein paar Punkte. Ah, okay, ich glaube, dafür reichen die nicht. Oder? Doch. Ganz schnell. Ihr habt gerade gelesen, dass irgendein Medikament die Infektionen hemmt. Das meinte ich mit ganz schnell reagieren. Sehr schön. Mein Gott, jetzt sind aber viele Schiffe unterwegs. Könnt ihr bitte eins nach Grönland schippern? Dankeschön. Das finde ich ganz toll. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern als bei der Bakterie. Entsafter aus 3D-Drucker löst Massenpanik aus. Neuer Roboter-Entsafter nach UN-Bericht wegen extrem verstörendem Verhalten in 17 Ländern verboten. Behörden versuchen, den Zugriff auf die CAD-Datei einzuschränken. Okay. Ich finde die Musik irgendwie total cool und beruhigend. Die hat so einen ganz, ganz legeren Groove. Ansteckender als HIV, okay? Aha, wieder ein Symptom. Leute, ich gehöre gar nicht hinterher. So, ganz schnell das Symptom zurückentwickeln. Jetzt kostet es mittlerweile 3 DNA-Punkte. DNS. Puh. Wir hauen mal das hier rein. 4 müssen wir jetzt auf jeden Fall stehen lassen. Weil die nächste Rückentwicklung, denke ich mal... Ach, ich hätte statische Kosten. Also sehr geil. Jetzt bringt es mir auch nichts mehr. Mittendrin kann man nichts mehr ändern. Learning by doing. Selbst bei jemandem wie mir, die ich das Spiel wirklich oft gespielt habe, aber... Ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Ich vergesse immer sehr schnell. Wenn etwas in meinem Zwischenspeicher nicht mehr gebraucht wird, dann schmeiße ich das raus. Es gibt so viel anderes Wichtiges, was dann da reinpassen muss. So, wir haben 15 Punkte. Das heißt 11 zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass 11 schon reichen. Gucken wir mal eben, sind 12 für die zweite, doch, oder? Ne, 14. Ne, das mache ich noch nicht. Sonst sind wir gleich im Popo. Ah! Ja, das wollen wir nicht. 20, 14 macht 6, jetzt können wir. So, jetzt hauen wir noch das da rein. Im Übrigen, hier seht ihr zum ersten Mal dann auch etwas, was komplett anders ist. Virale Instabilität entwickeln. Könnte ich eigentlich auch machen. Das kostet uns 8. Ich weiß nur nicht, ob das schon wichtig ist. Hm, schauen wir mal. So, Südamerika. Hallo. Oh, schon wieder ein Übelkeitssignal. So, Pause. Ganz schnell zurückentwickeln. So, das nächste müsste dann, glaube ich, 5 kosten. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann stagniert. Und weiter. So, Südamerika, dich habe ich auch. Australien sieht leider noch sehr nicht rot aus. Die ganze Ecke da unten. Zumindest haben wir Madagaskar schon. Und Island und Grönland sind auch noch leider viel zu sauber. Und es wird euch auffallen, bei den Bakterien haben wir mehr Punkte reingekriegt. So ganz spontan könnte ich jetzt gar nicht sagen, woran es liegt. Oh, hallo Island. Sehr schön. Und die Ecke da. Das war übrigens Peru.
So. 24, auf 5 muss ich rechnen, 19. Machen wir eben kurz hier Pause und gucken mal rein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nur noch sammeln soll. Ich glaube, ich lasse die jetzt stehen. Für den Fall, dass wir reagieren müssen auf irgendeine Meldung. Sprich, was ich, Vögel oder neuer Filter, dem wir entgegenwirken müssen. Ach komm, seid artig. Geh nach Grönland. Grönland ist schön. Übelkeit, okay. Die holen wir direkt mal wieder raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt 5 kostet. Na, Symptome war schon richtig. 5, ja. Oh. So. Dann muss ich jetzt 6 fürs nächste einrechnen. Gut. Also wie gesagt, das dauert halt jetzt etwas länger. Ich könnte jetzt hier diese Vorspulfunktion einschalten. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Aber dann wird es mit den Blasen auch ein bisschen schwieriger. Und das hier soll ja nicht in Stress ausarten, ne? Es ist und bleibt ein Spiel. Und soll Spaß machen. Also wenn ich jetzt ein super Pro wäre, der genau wüsste, ich müsste an den Strippen ziehen und das machen und der Sieg wäre mir auch gewiss, dann kann man vorspulen, dann geht das. Aber so möchte ich das ehrlich gesagt nicht. Und ich möchte jetzt gottverdammt nochmal endlich einen roten Punkt in Grönland ziehen. Das kann doch nicht so schwer sein. So, Zysten. Ganz schnell zurückentwickeln. Brauchen wir euch. So, 6, jawohl. Dann ist also 7. Puh, es könnte mal langsam ein bisschen flotter werden hier. Wie viel haben wir denn? Ah, nur noch Grönland. Sehr schön. Das muss doch zu schaffen sein. Tja, der vordere Orient, Südostasien. Ah, yes, sehr schön. So, Grönland haben wir auch gepackt. Jetzt muss es sich nur noch ausbreiten. Die Punkte lassen wir stehen. Afrika ist jetzt ziemlich schnell weg. Das ist schön. Amerika ist auch schon in meiner Hand. Texas stimmt für Schusswaffenverbot. Übelkeit, Übelkeit, Übelkeit ist übel. Nicht jetzt, mein Freund, nicht jetzt. Du bist zu früh dran. Dammit. Boah, diesmal schon 8. Heieieiei. Aushalten, aushalten. Wie viel habe ich eigentlich schon investiert in die Fähigkeiten? Habe ich das schon gemacht? Nein. Scheiße, doch. Oh, wollte ich nicht. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Aber da werde ich jetzt auch nicht zurückentwickeln. Da kostet es mich nochmal. Ja, irgendwann werde ich es ja brauchen. Husten mutiert. Ganz schnell weg. Wir haben gerade mal über die Hälfte infiziert. Das möchte ich noch nicht haben. So, der nächste kostet uns 9. So, Südamerika ist fast platt. Russland sagt auch schon. Na, zdravje. Hehe. Anämie. Ganz schnell weg. Boah, jetzt ziehen sie mir aber die Punkte aus der Tasche. Lecco mio. Haut mal rein hier, meine kleinen Freunde. So, Europa wehrt sich noch ein bisschen. Kanada. Die zicken ja rum, mein lieber Scholli. Jetzt geht es aber Schlag auf Schlag. Ich glaube, das, was wir gerade aus Versehen aktiviert haben, ist schuld dran, dass jetzt so viele Mutationen kommen. Dammit. Ja, es sind einfach noch zu wenig infiziert. Wir sind gerade mal bei den 6 Milliarden angelangt. Ah, jetzt. Okay, jetzt geht's ans Laufen. Jetzt ist okay. Schweden ist auch noch ein bisschen unwillig. Und Polen. Mein Gott, was macht Polen? Warum ist Polen doch noch nicht rot? So, einmal entwickeln wir noch zurück. Da muss aber langsam gut sein. Ja, wir gehen jetzt auf die 7 Milliarden zu. Alles, was jetzt kommt, nehmen wir mit. So, wir investieren jetzt noch nicht aktiv. Wir müssen es ja nicht beschleunigen mit der Heilung.
Oh, jetzt gehen die Punkte aber da oben. Das ist schön. So, aber wir lassen das jetzt laufen. Wenn die Heilung jetzt startet, dann spätestens geht's an die Symptome. Schweden, mach mal hinne, sag mal. Guck mal, sogar Grönland strengt sich an. Ich weiß ja, grün ist eine tolle Farbe, aber im Moment will ich dann doch lieber rot sehen. Also ich sehe rot. Lada 1307 sieht rot. Lada 1307, Weiterentwicklung zu töten, jawohl. Und wir sind fast durch. Ja, jetzt darf auch alles kommen. So, ich lasse das nicht laufen. Ich werde jetzt mal kurz hier in die Fähigkeiten reingehen. Die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Wie viele Punkte haben wir noch? Ich würde sagen, das von gerade war gar nicht mal schlecht. Ne, das machen wir. Weil dann auch die Forscher eben nicht... Nein. Ach, das ist gerade spontan... Ist es gerade spontan? Das ist gerade spontan mutiert. Ja, das ist halt das Schöne beim Virus. So, Dysenterie. Und dann gehen wir noch hier rum. Damit uns fehlen die Punkte. Wir brauchen 28. Ihr seht, die Letalität ist noch nicht so ganz, wie wir es haben wollen. Lassen wir es mal laufen. So, Karibik hat jetzt mit der Heilmittelforschung angefangen. Und jetzt geht hoffentlich das Sterben los. Niesen ist natürlich sehr harmlos. So, jetzt geht die Heilung los. Lecco mio. Das heißt, jetzt sämtliche Punkte werden nur noch investiert in die Bekämpfung der Heilung. Und ihr seht, es geht auch viel schneller. Ich brauche Punkte, Leute. Die Anämie kommt. Yes, zumindest sind alle infiziert. Das ist schon mal schön. Wie viele Punkte brauchen wir denn für dich? Ja, das können wir machen. Das heißt, die Gesamtgeschwindigkeit wird erstmal runtergesetzt. Und hier war auch ein kleiner Reset. Abszesse kommen dazu. Ja, jetzt haben wir natürlich die Mutation beschleunigt. Durch die spezifischen Fähigkeiten, die wirklich sehr unterschiedlich sind, je nachdem, welchen Erreger man da auf die Menschheit loslässt. Nein, ich will auch gar nicht aufs Land. So, jetzt können wir nur noch auf richtig bösartige, spontane Mutationen warten. Die Heilung schreitet voran. Und wir kriegen kaum noch Punkte rein. Es ist jetzt ein Wettlauf. Ja. Den wir nach wie vor auch verlieren könnten. 20% schon. Lecco mio. Ich bin ja froh, dass wir jetzt das mit den orangen DNS-Blasen gemacht haben. So kriegen wir wenigstens ein bisschen noch rein. Oh, Hämophilie. Das ist schön. Ja, oh, schon 25. Wie viel brauchen wir denn für dich? 24. Na, da muss noch ein bisschen was reinkommen. 7. Ja. Schön. Komm, noch ein bisschen. Ein bisschen, noch ein bisschen geht noch. Yes. So. Das heißt, wir entwickeln jetzt. Oder warten wir? Nein, wir machen das. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. So, von 30 runter auf 27. Eieieiei. Könntet ihr ein bisschen schneller sterben? Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie mit uns gestorben sind. Überempfindlichkeit, das ist eigentlich jetzt nicht mehr so wichtig. Jetzt genug Punkte noch reinkommen, dass ich eventuell nochmal die Geschwindigkeit senken kann. Das wäre ganz schön. So, mehr als ein Drittel ist weg. Und die Heilung ist bei 40%. Atomexplosion in Australien. Ja, leck mich doch am Bobbes. Riesige Atomexplosion in Australien hat eine radioaktive Wolke freigesetzt. Die Ursache ist unbekannt. Doch Ausgangsort lässt Defekt oder Sabotage in Kernkraftwerken vermuten. Bam. Sehr schön. Mehr davon. Ich hätte gerne nochmal einen Tsunami und ein Erdbeben. Durchfall ist auch toll. Libyen verbrennt Leichen. Das tut denen ja nicht mehr weh. 45%. Ihr seht, es steigt jetzt nicht mehr ganz so arg an. Und jetzt gehen wir mal ganz verdammte Axt. Wie viel? 30.
Oder Rückernährung. Einen brauche ich noch. Einer geht noch, komm. Ich brauche eine 30. 3-0. Afghanistan erlaubt Experimente an Menschen. Wie schön. So, die Hälfte haben sie. Rückentwicklung oder... Ne, ich bin eigentlich mehr für die Geschwindigkeit. Komm. Leute, sterbt doch einfach schneller. Das kann doch nicht sein. Was wehrt ihr euch denn so? Diese Welt ist eh nicht lebenswert. Schaut euch doch mal um. Überall nur rot. Das ist doch langweilig. Also wäre der Virus grün, ich finde das schöner. Ich glaube, das wäre sogar eine gute Idee. Je nachdem, welche Goodbye bei... ich weiß gar nicht, wie ist das nochmal bei dem Affengedöns und bei dem Necroa-Virus? Sieht das da nicht genauso aus? Das war da, glaube ich, anders. Oh, das weiß ich nicht mehr so. Da bin ich jetzt überfragt. Wird man dann sehen. Wandelnde Tote, Symptomkombo. Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu, müde umherzuwandeln. Wissenschaftler, die an einem Heilmittel für LADA 1307 arbeiten, sind weniger produktiv. Das ist sehr schön. Das hat Einfluss auf die Heilung. Die Regierung von Marokko ist gescheitert. Das ist schön. Ups, Systemkombo. Schnupfen und Durchfall verursachen ungewollte Unfälle. Folglich sinkt die Produktivität und man setzt sich mit LADA 1307 auseinander. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Wir sind jetzt bei 62%. Die Heilung hält sich sehr zurück im Gegensatz zu vorher. Das sieht gut aus. Ich glaube, das schaffen wir. Projektilwirkung, Systemkombo. Infizierte müssen husten und sich übergeben. Dadurch würgen sie eine Art Projektil hervor, das die Ansteckungsgefahr von LADA 1307 erhöht. Gut, das interessiert uns eigentlich nicht mehr. Finnland schaltet die Mobilfunknetze ab. War Nokia nicht finnisch? So, wie sieht's aus mit Punkten? Punkte kommen gar nicht mehr so richtig rein. Heilung, naja, sie schreitet wirklich nur noch sehr langsam vorbei. Die 100 wird es mit Sicherheit nicht mehr schaffen, bis alle tot sind. Wir sind schon unter einer Milliarde, die noch übrig sind. Jetzt scheitern die ganzen Regierungen. Die können ruhig scheitern, die Regierungen, scheiß Politiker. Könnt ihr alle nichts. Oh, hatte ich Koma? Ne, Koma konnte ich, glaube ich, gar nicht mehr entwickeln. Das ist aber schön. Ihr seht, soeben ist die Heilung runtergegangen. Weil das ist echt schwer zu heilen und Koma betrifft natürlich auch infizierte Heilforscher. Das ist halt das Schöne, wenn alle infiziert sind. Da verweise ich dann nur auf eine der Folgen, die dann irgendwann noch kommen wird. Was war das? War das Necroa-Virus oder war es mit den Affen? Da werden auch so richtige Basen errichtet in verschiedenen Ländern, die dann auch miteinander... Experimentelles Heilmittel für LADA 1307 tödlich. Oh, ein experimentelles Heilmittel gegen LADA 1307 stellte sich als 100% tödlich für den Menschen heraus. WHO-Forscher glauben, dieser Rückschlag schadet der Heilmittelforschung. Okay, achten wir mal auf rechts unten. Yes. 3 Punkte zurückgesetzt. So, wir haben noch knapp 3 Millionen Überlebende. Oh, wo kommt denn der Punkt her? Schön. Jetzt können wir eigentlich irgendwas mit den 29 machen. Jetzt ist es egal. Haben wir nur irgendwas Bösartiges? Das Organversagen. 35 bräuchten wir. Schade. Dann lassen wir es einfach mal laufen. Eigentlich theoretisch könnte ich jetzt vorspulen, weil jetzt ist es relativ uninteressant. Passiert ja nicht mehr viel, außer dass die Leute sterben. Der Rest ist total egal. Im Übrigen, es fliegen gerade auch keine Heilungsflugzeuge rum, wie mir auffällt. Jetzt! Ah, Organversagen. Ich feiere diesen Tag. Sehr schön. Jetzt wird schnell gestorben. Ja, wie schön. Das heißt, das Virus haben wir auch gepackt. Ich meine, kann auch nicht anders sein, wenn ich es nach mir benenne. So bösartig. Jawohl. Das lernen wir daraus. Alle meine Erreger heißen künftig so wie ich. Ich
bitte nur darum, das jetzt nicht dazu zu nutzen, um irgendwelche Rückschlüsse auf meine Persönlichkeit zu ziehen. Nein, nein, das besser nicht. So, komm, sterbt endlich. Ich will Sieg lesen. Ja, da ist es doch schon. Ich habe alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Zumindest das menschliche Leben. Zumindest das menschliche Leben. Sehr schön. Aber wir haben relativ lang gebraucht. Also wir haben mit dem Bakterium 702 Tage gebraucht. Und das Virus hat jetzt deutlich länger gebraucht. Also fast ein Jahr mehr. Heilmittelforschung ging bis 61. Wir haben auch nur 2 Abzeichen bekommen. Also wir waren nicht dolle dafür, dass das leicht war. Wobei ich glaube, dass je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad du das gemeistert hast, auch mehr Abzeichen bekommst. Dass das vielleicht gar nicht mal so jetzt die Leistung in diesem konkreten Spiel war, sondern auch in Bezug auf die gewählte Schwierigkeit. Schön! Ja, so kann es doch immer laufen, oder? Wir haben einen neuen Gentyp entdeckt und freigeschaltet. Statische Syndrome. Ist doch schön. Tja, ihr Lieben, das war Lada 1307. Ich könnte jetzt singen. Mir fällt nämlich gerade ein Lied ein. War das Hubert K.? Engel 07? Ich glaube ja, aber das lasse ich einfach mal. Damit ist der Virus geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch unterhaltsam und dass es euch so ein bisschen anfixt und ihr euch das Spiel auch zulegt. Es macht echt Spaß. So einfach für zwischendurch ist ganz cool. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn dann demnächst der nächste Erreger rankommt. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, welcher das sein wird. Lassen wir uns überraschen. Bis dann. Ciao, ciao.